Friedhof von Bering. Das ist ja ziemlich weit weg vom Dorf gewesen, du. Oh, ja, nicht. Dann liefen die Leute noch gerne. Naja, da geht schon eine Straße her, dahin. Ja. Langsam bröckeln sie und fallen in die Tiefe. Der macht, bei jeder Fahrt macht er Wellen, wie bei euch. Ein bisschen langsam zu fahren. Angeblich gehört das zu Edertal. Edertal ist ja die Gemeinde Hempfort drüben auf der Seite. Das soll angeblich noch dazugehören, hat mir jemand gesagt. Und das ist, hier ist ja Waldeck. Oh, es ist fast leer, die lassen immer noch ab, die haben sie nicht mehr alle in den Mund. Wenn es einen Fischsterben gibt, das grüne Zeug da, das ist durch und durch. Das sind Braunalgen. So schlimm war das noch nie. Da drüben kann man auch drauf auf die Insel, Hammerberginsel. Das ist diese dort. Da war früher ein Stollen durch, hier in der Lücke da. Und am anderen Ende war eine Mühle, die Stollmühle. Und die hatten da einen Stollen gesprengt durch, wo der Mühlgraben durchlief, von der Eder abgezweigt. Ja. Die Eder, die geht von hier, von Berich, weiß nicht, die Brücke sieht man wahrscheinlich noch nicht. Die war ganz hier am Ufer und dann geht die so schräg rüber und geht da am Hammerberg entlang und dann geht sie wieder hinten aus, so schräg. Die Kurve wieder. Das heißt, die Rutsche da, das sieht man auch, das ja. Rutscht immer ein, das ist nur Geröll. Und dann fangen die harten Felsen wieder an. Thank you.
landwirtschaftlicher Hof? Der war am Anfang landwirtschaftlich und nachher war hier eine Gastwirtschaft drin. Aha. Und werden jetzt ja alle Gebäude wieder so ein bisschen... Ja, hinten haben wir schon einen kompletten Hof. Und hier, das wird auch nachher ein kompletter Hof. Dann waren hier noch Wirtschaftsgebäude dran. Und die kommen dann auch noch. Da haben wir schon Stein zurechtgelegt. Und wer bezahlt das? Da gibt es einen Förderverein. Ah ja, also nicht der Staat, sondern... Nein. Der Förderverein. Schönen Dank. Sind denn das alles noch die alten Steine auch gewesen? Das sind die Grundvoraussetzungen, weil das Wasser- und Schifffahrtsamt will ja nicht mehr Material hier rein haben. Das sind alles die Reste, die hier waren, weil der ist ja abgebaut worden. Ja, also nicht gesprengt? Auch. Nachher gesprengt, vorher schon abgebaut, vieles mitgenommen und nachher wurde es geschossen. Mit der Flak umgesprengt. Und alles, was jetzt hier liegt, muss nur klarkommen.